Hallo und herzlich willkommen zur Folge 264 der Sims 4 100 Baby Challenge. Es ist gerade mal 4:30 am Morgen an einem Donnerstag, aber Schneewittchen war wach, als ich ins Spiel gekommen bin und hatte Hunger und dann dachte ich mir, dann lasse ich sie einfach mal wach und lasse sie irgendwie Essen machen. Und ja, wie ihr sehen könnt, einige unserer Kinder sind ausgezogen seit der letzten Folge. Der Haushalt ist sehr geschrumpft, sehr, sehr geschrumpft und ja, das bedeutet auch keine Teenager, die uns helfen können bei unserer Arbeit, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich dachte gerade, was leuchtet hier, aber das ist das Licht bei Simons Grab. Schneewittchen ist doch schwanger und zwar kommt sie in 10 Stunden ins dritte Trimester. Wer war nochmal Vater? Karim? Oder nicht? Ja. Ja, Karim war Vater. Und übermorgen ist auch Phoebe-Tag. Das heißt, wir müssen uns irgendwie darauf einstellen, übermorgen am Phoebe-Tag irgendwas mit Phoebe und Joffrey zusammen zu machen. Wir wollten ja nochmal auf den Spielplatz gehen. Und dann ist der Sommer auch zu Ende. Und dann geht es über in den Herbst. Und hier, Cassia ist gerade am Stapeln. Cassia soll ja auch Bewegung aufbauen. Niura hingegen ist am Schlafen. Und ich hätte schon ganz gerne, dass Niura, die glaube ich auch ganz weit ist bei der Kommunikation, genau, dass die vielleicht heute älter wird. Jedenfalls bevor das nächste Baby kommt. Das wäre schon nicht schlecht. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob du hier wieder deine Geheimzutat reingepackt hast, Schneewittchen. Inwieweit du die von Phoebe übernommen hast. Warte, wo habe ich es jetzt hingetan? Hier? So, dann kannst du... Hat es jetzt geklappt? Ja, okay. Komisches Spiel, ist zwar ein bisschen bockig. Hat das zumindest schon mal geklappt? Dann kannst du danach hier mal säubern. Und dann kannst du danach... Haben wir eigentlich noch ein Buch im Moment, was wir am Schreiben sind? Oder müssten wir wieder neu anfangen? Nee, wir müssten nochmal neu anfangen. Ja gut, dann machen wir das doch mal. Und dann könntest du mal schreiben... Fantasy wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also eigentlich schreibt Schneewittchen ja immer Märchen, da sind wir uns ja einig, aber das wird dann ein Fantasy-Märchen sozusagen, das so ein bisschen mehr in das Genre reingeht. Und die TV-Staffelpremiere ist heute auch. Müssen wir mal gucken, ob wir darauf Bock haben oder eher nicht. Was möchtest du hier machen? Video bearbeiten. Auch das können wir machen. Tierfutter kochen, für wen denn? Für Niura vielleicht, aber sonst... du musst gleich zur Schule. Dir geht's aber fantastisch. Wie geht's dir ansonsten? Du machst jetzt in die Windel. Naja, gut. Dann kannst du da noch so ein bisschen rumlaufen. Oh Gott, jetzt müssen wir uns ja hier... Ich dachte gerade, wer kümmert sich gleich um sie? Aber das muss Schneewittchen dann selber machen. Du hast aber auch nicht richtig in die Windel gemacht, oder? Das hat nur so ein bisschen was geholfen. Das müssen wir nochmal üben. okay, du gehst schon mal was schreiben. Ich mache hier auch mal hier das aus. Wobei das Problem, wenn Schneewittchen arbeitet oder wenn Schneewittchen die Kinder hier hat, um die sie sich kümmern muss und dann weniger Zeit zum Arbeiten hat, ist ja nicht so sehr das Geld. Geld haben wir ja genügend. Es ist eher der Ruhm, der das Problem ist. So, der Herr der Katzen. Oh, das wäre bestimmt auch ein tolles Buch. Nee, aber ich dachte, wir schreiben mal der Schrecksenmeister. Das ist ein Buch von Walter Mörs. Aber, also ist es Fantasy, aber technisch gesehen ist es trotzdem ein Märchen. Deswegen dachte ich, passt das ganz gut zu diesem Fantasy-Dings. Und das fände ich irgendwie mal ganz cool für Schneewittchen. Von Hildegunst von Mythenmetz. Es wird nämlich immer so getan, als wäre das der eigentliche Autor. Übersetzt ins Deutsche von... Schreibt man den Walter mit oder ohne H? Ich habe keine Ahnung. Lieber Walter Mörs, wenn ich das hier falsch mache, tut es mir leid. Übersetzt ins Simlische von Schneewittchen Buchholz.
Okay. Von Hildegunst von Mythenmetz, übersetzt ins Deutsche von Walter Mörs, übersetzt ins Simlische vom Schneewittchen Buchholz. Okay. Ich habe nämlich gestern, nein, heute Morgen hat mir mein Bruder, ich bin im Moment wieder bei meinen Eltern und halt bei meinem Bruder, hat mir ein Video gezeigt auf YouTube hier über Zamonien, also über die Welt, in der Walter Mörs schreibt. Das war richtig genial. Jetzt bin ich so voll wieder, möchte die Bücher lesen und so. Ich verlinke euch das Video mal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr möchtet. Clary muss in einer Stunde zur Schule. Ja, dann kannst du gleich mal aufstehen und verwenden. Wir lassen dich noch ein bisschen schlafen. Vielleicht irgendwie so, dass du ja, so um 1:30 aufstehst, dann kannst du dir noch die Zähne putzen, wenn du Zeit hast, dann geht deine Hygiene auch noch so ein bisschen hoch, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Jetzt warte ich ganz genau bis 1:30, bis ich sie aufwecke. Weil Gründe ist eigentlich vollkommen egal, aber ich mache das jetzt mal. So, okay. Steh auf und mach das mal. Und ich muss auch sagen, jetzt hier, wo ich so ein bisschen spiele, es ist schon ein bisschen flüssiger im Spiel schon, wenn man mehr Sims hat. Das fällt mir schon auf. Wobei wir spielen ja im Moment auch nach diesem wunderbaren Update, was irgendwie alles Tolles machen soll. Von daher, vielleicht liegt es auch daran. Oder an beidem. Das kann natürlich auch alles sein. So. Du bist müde, ein wenig hungrig und nicht ganz sauber. Aber sonst geht es ja eigentlich gut. Du bist noch müde, du schläfst einfach weiter. Du schläfst sehr, sehr langsam irgendwie. Aber du schläfst schon richtig, ne? Eigentlich müssten doch hier 3 Pfeile gehen. Aber bei dir ist es eher so, als würdest du ein Nickerchen machen. Aber du schläfst richtig. Das verstehe ich aber auch nicht. So, Clary, wie ist es bei dir eigentlich? Du solltest heute auf jeden Fall Einserschülerin werden können. Ja, das Mädchen putzt sich jetzt hier gerade noch die Zähne zu Ende. Und dann kann sie gehen. Und was wollten wir bei dir machen? Emotionale Kontrolle, ne? Emotionale Kontrolle. Ja, da haben wir noch viel vor. Es ist noch ein bisschen unbeeindruckend hier, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja. Wir haben, glaube ich, auch noch Videos in der Drohne, um die wir uns mal kümmern könnten. Glaube ich vielleicht. Ich bin mir gerade unsicher. Clary ist zur Schule, das ist gut. Ach, guck mal, du bist schon die Treppe allein hochgekommen. Übrigens hat einer von euch demnächst dieses Haus hier renoviert und neu eingerichtet. Das zeige ich euch vielleicht auch mal in einem Video. Das war richtig cool. Jetzt habe ich irgendwie Ideen, das vielleicht auch umzugestalten demnächst mal. Also gerade akut ist das ein bisschen zeitmäßig schwierig, aber sozusagen, das kommen wieder bessere Zeiten demnächst. Da habe ich dann mehr Zeit, das zu machen. Und ich überlege sozusagen, ob ich die Katzensachen, ich meine, im Moment haben wir ja keine Katze, ob man das, aber wenn wir wieder eine hätten, eher hier rein platziert und hier dann so einen richtigen Filmraum draus macht. Warum bist du traurig, Schatz? Weil du müde bist. Dann geh doch schlafen. Guck mal, sobald die Teenager nicht mehr da sind, müssen die kleinen Kinder komplett alleine leben und es kümmert sich niemand mehr. Na. Aber zum Glück wird Niura ja heute wahrscheinlich älter, dann haben wir wieder Teenager. Weil ich meine, Schneewittchen würde sich wahrscheinlich auch um ihre Kinder kümmern. Oder kümmert sich ja auch mit um ihre Kinder, nur halt, sie kümmert sich weniger als sie und die Teenager, die sich beide kümmern. Okay. Hier haben wir immer noch ein Dings von Judith hier. Ich weiß nicht, ob wir das hier hängen lassen sollen oder irgendwann wieder abhängen, weil irgendwie so furchtbar dicke befreundet mit Judith sind wir jetzt auch wieder nicht. Und wir wollen ja eher zum eigenen Celebrity werden. Wer geht hier eigentlich her? Oh, wir sind mit ihr befreundet. Ich weiß nicht, wer sie ist. Holly ist das. Hallo, Holly. Ich erinnere mich jetzt wieder an dich. Wir haben dich bei unserer lahmen Party haben wir dich kennengelernt. Ja. Ich beschleunige das hier mal ein bisschen. Klappt das hier mit dem Schlafen gehen? Jo. Wir werden angerufen. Clary soll emotionale Kontrolle lernen. Das können wir hier aber gar nicht lernen. Wir können es nur schlechter machen. Ah, ein Lehrer hat bemerkt, wie Clary bei einem Test auf das Blatt eines Mitschülers geschielt hat und sie ins Sekretariat geschickt.
bin sicher, dass das ein Irrtum war. Bestimmt. Empathie steigt. Ach, hier, Schneewittchen, hörst du mich? Ich bin dein Kumpel von der Agentur. Wir haben einen Job als Einflussnehmer, der perfekt für dich geeignet ist. Könntest du ein Video aufnehmen, egal was für eins, und über die Videostation mehr Klicks hochladen? Wir übernehmen das abschließende Editing. Wenn du. Ah, in den nächsten 24 Stunden müssen wir ihnen ein Video zuschicken. Und wir werden sofort bezahlt. Und wir zahlen auch Nutzungsgebühren für das Video. Bis dann. Also wir müssen innerhalb der nächsten 24 Stunden ein Video aufnehmen. Okay, können wir machen. Du bist aber hier fast fertig, ohnehin gerade mit dem Schreiben, ne? Dann ist danach vielleicht erstmal was. Und wenn dann keines der Kinder unmittelbar Hilfe braucht, irgendwie so nach dem Motto, ah, ich brauche Hilfe, sonst sterbe ich, was der Fall sein könnte, dann können wir direkt danach das Video aufnehmen. Oh, hier liegt irgendwas in der Wand. Ach, das ist hier ein Teller, der wie ein Frisbee im Käse hier in dieser Wand festhängt. Ich sehe das gar nicht so von hier. Ach, so. Kann ich den hier nicht richtig wegnehmen? Ah, jetzt. Okay. So. Okay. Da war noch nicht mal ein Regal. Das ist einfach nur so auf der Höhe in diesem Ding stecken geblieben. Ohnehin, weil die Kleinkinder ja häufig einfach sich selbst was zu essen nehmen, liegen hier unglaublich viele Teller einfach überall auf dem Boden rum. So, das machst du, das ist gut, da kannst du danach mal den Schrecksenmeister an den Verlag verkaufen. Jo, haben wir einfach mal gerade vormittags noch vorm Mittagessen ein Buch geschrieben. So realistisch ist Sims. Das haben wir gut gemacht. Ach, richtig, Wäsche waschen muss man ja auch, auch wenn keine Teenager da sind. Wobei seltener, weil wir brauchen schon neue Wäsche hier. Ah, hier ist noch was im Trockner. Ist sogar noch nass. Ja, da müssen wir gleich mal gucken. So, was macht denn unser Ruhm an sich? Müssen wir schauen, weil ich glaube, der sinkt auch nicht langsamer, wenn wir jetzt 2 Sterne haben. Das war sehr viel Arbeit, da anzukommen. ja. Übrigens, ich entschuldige mich, wenn das Video heute sehr spät kommt. Ich nehme es heute auf, an dem Tag, wo es rauskommen soll. Wir haben jetzt schon fast 5. Das heißt, das wird schwierig. Es ist so, bei meinen Eltern hier habe ich viel, viel schnelleres Internet als in meiner Studentenwohnung. Das heißt, ich bin immer so, ach, ich kann das ja an dem Tag aufnehmen, wo das Video rauskommen soll. Das kriege ich ja irgendwie noch hin, weil halt sonst würde das überhaupt nicht hochladen in der Zeit. Aber dadurch wird es trotzdem manchmal sehr, sehr spät. Ja, du kannst dann mal schlafen gehen, wenn du möchtest. Ist das eigentlich noch gut? Nee, das kann man wegpacken. Und wie ist es sonst so? Du hast Hunger, du hast auch Hunger. Dann würde ich euch gleich beide einfach mal aufwecken und euch was zu essen rausstellen. Irgendwie so, als hätten wir, keine Ahnung, wilde Eichhörnchen, die wir irgendwie noch so ein bisschen mitfüttern oder so. Wir stellen ein bisschen was zu essen nach draußen. Die finden das schon selbst. Schneewittchen lässt sich hier hypnotisieren vom Trockner. Okay, also irgendein Video sollen wir einfach aufnehmen. Wenn wir hier draufklicken. Können wir. Lasst mich hier nochmal gucken, was wirklich irgendein Video. Hoch. Könntest du ein Video aufnehmen, egal was du meinst? Ja. Das klingt danach, als könnte man machen, was einem gefällt. Das gefällt mir auch. Jo, genau. Mach deinen Kindern, sei ihnen ein gutes Vorbild und verlass dich auch einfach nur auf die höhere Kraft, in dem Fall auf mich, die das irgendwie schon wegräumen wird mit deinem Teller. Auch wenn der jetzt hier gerade nicht so mitmacht. Ah, das ist eine Kappe. Ich dachte gerade auch, ach, jetzt habe ich hier unser Dingens mitgenommen. Ich habe mich schon gefragt, warum man das nicht ins Waschbecken packen kann. Okay. Den Teller kann ich gerade gar nicht mitnehmen. Naja, jedenfalls, ich versuche jetzt mal Raubtierfütterung von den Kleinen. Das kann hier auch mal weg.
kriegen sie Obstsalat. Was steht sonst noch? Macaroni mit Käse. Warte, aber ich sollte das von dir aus machen. Es geht besser. Ja, gute Noten, denke ich mal. Warte mal. Es muss man ja erstmal alles hier koordinieren. Also erstmal Essen für die Kinder. Vielleicht den Obstsalat, vor allem, weil der sich warum auch immer als einziger gerade greifen lässt. Dann steh du mal auf und iss mal was. Und steh du mal auf und iss mal was. Und du bist jetzt, bist du Einserschülerin? Kam die Meldung hier gerade? Ja. Sehr schön. Dann kannst du also dann älter werden. Und das heißt, auch Schneewittchen muss sich heute gar nicht um die Kinder kümmern, weil dann bist du hier wieder Teenager. Ist es nicht schön? So, Clary, dann kannst du mal Kerzen auspusten. Wunder, wunderbar. Ich gucke in der Zeit mal hier, was Clary überhaupt für Merkmale hatte. So. Jetzt hat sie wieder ihren Regenbogen, weil sie in eine gute Schule gegangen ist. Okay. Okay, und sie hat, was auch gut zu ihrem Merkmal ohnehin schon passt. Sie hat Freundin der Welt als Lebenswunsch. Und sie hat, wo ist es? Kindisch. Clary ist irgendwie ein cooler Sim. Sehr sympathisch. Jetzt bitte direkt Kerzen hinzufügen. Sie hat automatisch drei Freunde, allein schon, weil ihre Familie so groß ist und sie mit ihren Geschwistern befreundet ist. Supi, dann stellen wir das weg. Und das weg. Und du kannst vielleicht direkt mal joggen gehen, um einen klaren Kopf zu bekommen. So, Schneewittchen, wie geht's dir? Gut genug, dass ich sagen würde, Schneewittchen, liebes, du kannst ein Video aufnehmen. Wie lang? Du bist glücklich. Okay. Pass auf, Video aufnehmen. Fröhlicher Vlog. Mach das mal, gute Idee. Und du gehst hier joggen, weil ich glaube, bei dir wird die Herausforderung nicht, die guten Noten zu schreiben, sondern eher das Zusatzmerkmal zu haben, wer ist da. Also, das ist wieder Judith. Die stalkt uns so ein bisschen. Die kann uns nicht leiden, aber die stalkt uns. Wahrscheinlich hat sie Angst, dass wir ihr ihren Platz als Superstar streitig machen, weil Schneewittchen einfach immer und immer berühmter wird und außerdem sozusagen alle Gene aus Hollywood einsammelt und unter ihrem Dach vereint, weil alle ihre Kinder irgendwie im Moment von irgendwelchen Prominenten sind. Und vielleicht traut sie der ganzen Sache nicht so und hat irgendwie Angst, dass Schneewittchen irgendwann bekannter sein könnte als sie. Was natürlich sein kann. Da müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, jetzt, wo wir wirklich zwei Sterne haben, sollten wir vielleicht wirklich den Hintergrund hier mal aufräumen. Also es ist nicht so die schönste Kulisse, vor Kisten, Mülleimer und Katzenklo zu filmen. Das könnte man inzwischen vielleicht auch ein bisschen upgraden. Wobei sie filmt ja auch im Nachthemd, also ist das vielleicht doch einfach nur authentisch. So, das hast du schon mal gemacht, das ist gut, dann kannst du mal duschen gehen. Und wo haben wir, ach, oben haben wir den Fernseher, ich dachte gerade, wo ist der Fernseher. Dann kannst du, wenn du möchtest, dann noch die Filmpremiere schauen. Ist das hier? Ja. Es sei denn, du bist dann so müde, dass du schlafen gehen möchtest. Kann aber auch sein, dass du gleich dich um die kleinen Kinder kümmern musst. So, Niura, du kannst gleich als erstes mal Kommunikation hier erweitern. Und Cassia kann noch ein bisschen herumlaufen. Und danach müsst ihr beide gebadet werden. Guck, du bist inzwischen konzentriert, also wird es doch ein konzentrierter Vlog oder ein intellektueller Vlog oder auch wie immer das heißt. Das habt ihr mir nämlich jetzt beigebracht. Das ist immer die Stimmung, mit, auf der der Vlog endet, ist die sozusagen von dem Video, was dann letztendlich auch im Titel steht. Also wenn man die ganze Zeit über glücklich war, nur in den letzten paar Sekunden von dem Vlog ist man zum Beispiel energetisiert, dann ist es ein energetisierter Vlog. So.
Genau, und es ist jetzt noch konzentriert, noch wegen diesem Dings, was wir hier haben, glaube ich. Das gehört ja eigentlich woanders hin. So kann ich jetzt den Teller mitnehmen? Nee, immer noch nicht. Warum kann ich den Teller nicht mitnehmen? Okay. Ich finde es sehr interessant, so mit dieser violetten Bluse auf den violetten Minirock und dann die schwarzen Schnürstiefel. Das ist auch interessant. Oh, Reiseabenteuer. Und Ägypten. Die ist voll gemein. Guck mal, die lacht über den, wo er sich wehgetan hat. Gucken, jetzt streiten die sich. Da wäre ich nämlich auch angepisst, wenn ich hier wäre. Tja. Ich bin gerade so fasziniert hier vom Sims 3-Fernsehen. Okay. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wenn sie das fertig aufgenommen hat, was man dann genau denn machen muss. Weil ich glaube, das muss man dann ja den Leuten dazu schicken. Dann müssen wir mal schauen, wie man das macht. Nein! Hat es jetzt geklappt oder nicht? Nee, das hat nicht geklappt. Das ist der alte Block, aber ich glaube, wir müssen den ein neues Video aufnehmen. Oh! Ich krieg die Krise, weil das Ding kaputt gegangen ist beim Aufnehmen und dann in den letzten paar Sekunden. Oh, meine Güte. So, Schatz, das hast du auch schon. Kannst du jetzt bitte diesen kleinen Gnom hier, kannst du den mal baden, bitte? Ich weiß, du bist müde, aber kannst du es trotzdem machen, bitte? Ich wollte eigentlich, dass Phoebe das macht, aber Phoebe muss jetzt das Video doch noch aufnehmen, weil ja die Station hier kaputt gegangen ist im ungünstigsten denkbaren Moment. Video mit Drohne aufnehmen. Guck, Clary wäre lieber diejenige, die das Video aufnimmt, statt diejenige, die das Kleinkind badet. Und normalerweise wäre das ja auch eher so, dass sich die Mutter um das Kind kümmert und der Teenager irgendwelche verrückten Internetsachen macht. Aber halte nicht bei den Buchholz. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Kannst danach mal schlafen gehen. Niora, wie kommst du denn voran? Ganz gut. Vielleicht hältst du das hier auch noch ein bisschen aus. Dann kannst du vielleicht gleich sogar einfach älter werden und dich selbst um deine Bedürfnisse kümmern. Das wäre eigentlich noch praktischer. Und Sneewittchen könnte eigentlich als nächstes auch noch mal Zwillinge oder so bekommen. Macht, da haben wir sogar Platz für Drillinge. Wir haben danach fünf. Ja, ich glaube schon. Das wäre anstrengend. Aber wir sollten, denke ich, nochmal probieren, Zwillinge zu bekommen danach. Einfach weil wir im Moment den Platz haben und so weiter. Das Juan. Ich glaube, von dem hatten wir nie ein Kind, ne? Mit dem haben wir nur geflirtet. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, wie klappt das jetzt bei euch? Ganz gut, oh Gott, Kind. Ich glaube, wir müssen uns erstmal danach ein bisschen um euch kümmern. Und hier, das ist auch kaputt gegangen. Vielleicht gab es irgendwie einen Wackelkontakt in der Leitung oder so und dadurch ist es alles so kaputt gegangen, was nicht hätte kaputt gehen sollen. So, wie geht's dir jetzt? Jetzt machst du in die Windel, nachdem du gerade gebadet wurdest. Ach, Kind! Mann! Das ist doch kein Verhalten. So. Weil das sollten wir schon noch zu Ende kriegen, weil sonst ist ja auch, sind ja auch dann, wenn sie wieder aufwacht, die 24 Stunden rum, innerhalb derer wir das machen sollen. Aber schön ist, dass wir es nicht selber schneiden müssen, sondern dass die das für uns machen, weil das dauert immer so ewig hier. Nicht, dass es im echten Leben schneller ging, ich meine nur, es dauert lange. Und du kannst auch nicht erst zur Toilette gehen? Ich weiß, ich habe dir erst gesagt, schlafen zu gehen, aber dann hast du so getan, als wüsstest du, dass du erst zur Toilette gehen sollst und hast es doch nicht gewusst. Wer bist du? Wer bist du? Guck mal, das ist immer noch Lukas Munch. Vielleicht sollten wir den irgendwann mal zum Erwachsenen werden lassen, dass der hier auch mit bei der Challenge mit dabei sein kann. Komm, mach hin, Phoebe, sage ich. Schneewittchen. Oh, sie ist krank. Sie ist richtig. Oh je. Energiegeladenes Vlog.
Yay, wir mussten uns heute nicht um die Kinder kümmern. Musste sie heute nämlich noch überhaupt nicht. So, was tun wir jetzt? Können wir das jetzt hier schicken oder nicht? Also du kannst gerne Medizin. Hast du nicht noch Medizin irgendwo hier drin? Doch, da. Medizin nehmen. Was mussten wir denn jetzt hier noch machen? Schick. Wir sollten das Video an die Leute schicken. Einfach nur hochladen sollten wir das Video. Das dauert ja in Sims nicht so lange. Video hochladen. Okay. Halt! Nicht Fernseh gucken. Immer diese YouTuber wollen nie arbeiten. Meine Güte, Schneewittchen. So, du schläfst jetzt. Du erreichst hoffentlich gleich Level 4. Dann kann Schneewittchen dir vielleicht noch ein bisschen helfen, möglicherweise. Level 5, meine ich, erreichst du, dass du älter werden kannst. Schneewittchen, dieses Material ist einfach spitze. Dankeschön. Unsere Cutter schneiden es gerade um, damit es die Bedürfnisse des Kunden erfüllt. Aber keine Sorge, wir sind uns sicher, er wird es lieben. Halt dein Telefon also griffbereit, wir melden uns bei einer neuen Gelegenheit. Dankeschön. Bei was schaust du zu? Das ist der Boden und der Mülleimer. Schneewittchen wird immer sonderlicher. Kannst hier mal gerade die Wäsche weglegen? Und sie läuft immer direkt weg. Immer direkt die Treppe runter. Frau, du bist schwanger. Du musst nicht die ganze Zeit da hoch und runter hopsen. Ich denke mir das ja schon so aus, dass das eigentlich passen sollte für dich. Das, dann lass es halt sein hier. Oh! Denn wenn du ohnehin hochläufst, dann kannst du das auch machen. Meine Güte, Schneewittchen. Ist das schlimm mit dir? Dann mach vielleicht danach hier immer ein Nickerchen. Nicht, dass du die Treppe runterfällst oder so. Und danach kannst du wahrscheinlich auch älter werden, du armes, vernachlässigtes, müffliges Kind. Aber wir haben auch noch ein anderes Video, ne, was wir hochladen müssen. Das haben wir gerade gesehen. Ja. Dieses arme Kind. Irgendwas hat gerade gepiepst, aber es war bei dir, ne? Oh. Das geht hier überhaupt nicht mehr weiter. Da sieht man einfach, wenn Kinder hungrig und einsam sind, dann lernen die nicht so schnell, wie wenn ihre Bedürfnisse. Also ich meine jetzt nicht, ob das in den Sims so ist. Ich meine das jetzt so aus pädagogischer Sichtweise. Das kann ja nicht gut sein. Und das hier bewegt sich jetzt hier gerade im Schneckentempo. Bist du denn langsam ein bisschen wacher? Ja. Du auch? Ja. Nicht viel, aber ein bisschen. Komm, Clary. Du bist in der Baby-Challenge. Du willst nicht auf andere Sims angewiesen sein. Schaff das. Du kannst zum Kind werden. Da kannst du schon viel mehr alleine. Da musst du viel weniger müffeln und hungrig sein. Ich glaube, so habe ich ein Kleinkind auch noch nie angefeuert. Ja, doch, das schaffst du noch. Hier zum Glück Aufmerksamkeit und Hygiene sind ja nicht lebensbedrohlich. Nur jetzt Hunger und Energie. Und ich glaube, das ist gerade so, dass sie gerade so vorm Kollabieren ist, wenn sie das geschafft hat. Das heißt, es reicht noch. Oh Mann. Irgendwann hat man dann auch so eine niedrige Hemmschwelle. Oh Gott, da müffelt auch was ganz gewaltig. Sieh, das ganze Haus ist eigentlich das Einzige, was noch mehr müffelt als unser Geschirr hier. Das sind unsere Kinder. Die ganze Wohnung ist irgendwie unhygienisch im Moment. Clary, Clary. Nein, gar nicht, du bist eine Jura. Du hast morgen ohnehin Geburtstag. Oh Gott, du armes Kind. Komm, das schaffst du, das schaffst du. Schneewittchen, geh schon mal hier hin. Können wir sie anfeuern oder so? Wir sind gerade selber Energie. Yes, Level 5. Och Gott, du armes Kind. Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass du weinen möchtest. Kannst du mal hier um Kerzenhilfe bitten bei Wonschneewittchen? Ich guck gerade mal, was du wirst, wenn du groß wirst. Okay. Warte, machst du das? Hat es eigentlich, haben wir hier beim Ruhm irgendwas, hat das irgendwas gebracht? Nicht sichtbar zumindest. Oh, guck mal, habt ihr einen Trampelanzug mit Giraffenmustern? Nein. Das ist alles nur Dreck. Okay. Kannst du nach hier mal Geburtstagskerzen hinzufügen? Okay, liebe Niura. Sie ist, warte mal, was steht da? Sie hat auch dieses Sozialdings und sie ist auch, wie ich glaube, wer war das noch? Irgendeins von unseren Kindern, die ausgezogen sind, hatte das. Unberechenbar. So, Niura, wie geht's dir hier gerade? Du kannst mal was essen, Liebes. Und Schneewittchen kann mal duschen. Und dann vielleicht auch was essen und dann schlafen. Die, das stellen wir auch wieder rein. So. Okay. Ja gut, dann hat zumindest ein bisschen was nach mehreren Anläufen diese Folge funktioniert. Dann zumindest das beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!